Herzrhythmusstörungen sind insofern gefährlich, weil die meisten Menschen, im Grunde jeder Mensch, an einer Herzrhythmusstörung stirbt. Entweder schlägt das Herz gar nicht mehr infolge einer Asystolie, das kann für sich genommen das Organ selbst betreffen, oder infolge von Nebenerkrankungen, oder die Menschen sterben an zu schnellen Herzrhythmusstörungen, zum Beispiel infolge eines Kammerflimmerns. Also infolge eines Kammerzitterns, wo das Herz zwar sehr schnell schlägt, aber es keine Zirkulation gibt, insbesondere keine Zirkulation des Kopfes, des Gehirnes, wobei die Menschen letztlich zum Sauerstoffmangel und dadurch zum Tod kommen. Eine Herzrhythmusstörung kann heutzutage sehr einfach diagnostiziert werden. Und überall verfügbar. Und zwar durch eine ganz einfache EKG-Aufzeichnung, wenn die Herzrhythmusstörung durchgehend vorhanden ist. Oder gar eine Langzeit-EKG-Aufzeichnung, wenn die Herzrhythmusstörung immer mal wieder vorkommt. Dabei kann es erforderlich sein, dass man dieses Langzeit-EKG eventuell über mehrere Tage oder wiederholen sollte über mehrere Tage, wenn die Symptomatik einmal pro Woche oder einmal pro Monat vorkommt. Bei sehr seltenen Rhythmusstörungen, die vielleicht einmal alle Jahre kommen, kann es erforderlich sein, dass es die Implantation eines kleinen Gerätes unter die Haut erforderlich macht. Das ist ein unkomplizierter kleiner Eingriff. Heutzutage lassen sich Herzrhythmusstörungen im Gegensatz zu den letzten Jahrzehnten sehr gut behandeln, und zwar kurativ. Durch sogenannte Ablationstherapien, zu Deutsch auch Verödung. Denn man kann heutzutage mit modernster Technik sehr gut den Fokus einer Herzrhythmusstörung, das heißt die Stelle, die im Herzen fehlzündet, beschreiben und diese durch eine sogenannte Verödung, Ablation, ausstellen. Dadurch kann man bis mehrere Herzrhythmusstörungen, und zwar deren Unterformen, langfristig ohne dauerhafte Notwendigkeit von Medikamenten sehr gut behandeln.